Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau, was mich erwartet. Aber ich lasse mich überraschen, ich gehe es locker an und bin jetzt hier froher Erwartung aufs Unbekannte, weil das ist das erste Mal ein 24-Stunden-Rennen alleine. Also in einer Team. Ich habe keine Ambition, hier gewinnen zu wollen, sondern steht der Spaß im Vordergrund. Und von daher, wie gesagt, locker angehen und mal gucken, wie weit die Beine eintragen. Erstens nicht nur das Rennen miterleben, auch das ringsrum, was zu so einem 24-Stunden-Rennen mit Freunden treffen, Fachsimpeln über die Fahrräder, das gehört alles so, ist ein Teil des Ganzen und das macht auch die Faszination eines solchen 24-Stunden-Rennen aus. Ja, eigentlich geht's. Also ich weiß jetzt, wo so die Höhenmeter sind. Also es wurde zum Anfang gesagt, 35 Höhenmeter. Das kann man sich auf die Distanz jetzt auch einteilen, wo es rauf, wo es bergab geht. Man weiß jetzt auch, wo kommt der Wind von vorne, wo von hinten. Jetzt kann das richtig losgehen. Jetzt kennt man auch die Strecke. Weiter geht's. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, ganz schön platt momentan. Also wir haben jetzt mehr als die Hälfte der Zeit rum. Über 300 Kilometer jetzt runter und ehrlich gesagt, jetzt wird es langsam zäh, aber das war ja abzusehen. Zähne zusammen und weiter geht's. Nee, schlafen überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt das Schlafen anfange, dann laufe ich Gefahr, dass ich überhaupt nicht mehr wirklich aufs Rad komme. Die Müdigkeit einfach Tee, Kaffee, und halt aufs Fahrrad setzen und draußen fahren, das bekämpft die Müdigkeit schon. Der hätte nicht besser laufen können. Vom Ergebnis meine ich, ich bin von 75 Startern 25. geworden. Das ist für meine Verhältnisse vollkommen in Ordnung. Und von daher, ich bin froh, dass es jetzt endlich geschafft ist, dass es vorbei ist. Fahrrad wird jetzt erstmal in Schuppen gestellt und ich glaube, die nächste Woche gar nicht angefasst. Aber war eine schöne Veranstaltung, gut organisiert. Und ja, nächstes Jahr gerne wieder.